Ja, moin zusammen. Ich bin gerade dabei, meine E-Klasse auseinanderzubauen, beziehungsweise die Dachreling zu erneuern, weil nämlich Wassereinbruch an der Beifahrerseite war. Es kommt aber von der Fahrerseite und das liegt daran, dass die blöden Dachreling-Dichtungen nämlich defekt sind. Ich habe einen W211. Na? Das ist jetzt die Dachreling hier. Die Dichtung und die sind halt komplett im Arsch. Ich weiß nicht, was der Vorbesitzer damit gemacht hat, aber damit immer in Spanien irgendwie 6 Monate da irgendwie was getan hat. Auf jeden Fall sind die komplett fritte. Und ja, die bin ich jetzt gerade am Wechseln. Und kosten bei Mercedes für den W211 Mopf T-Modell kosten die 26 Euro. Na, das Blöde ist bloß, dass man. Um an diese scheiß Schrauben ranzukommen. Das sind insgesamt 4 Stück. Und ich kann es mal zeigen. Ich kann es mal zeigen, wenn ich hier die Taschenlampe wieder finde. Dass ich nur noch um Stunden handeln kann. Jo. Ja, es macht besonders viel Spaß. Ich bin da jetzt auch schon etwas länger dran. So, ich zeige euch diese ganze Sache mal. Also, wenn man den Himmel abgemacht hat, den Himmel, den kann man ja ganz einfach, was heißt ganz einfach, abnehmen. Dass man die ganzen Anbauteile, die im Himmel sind, halt rausklipst. Und dann muss man hier hinten noch die Verkleidung abnehmen. Dafür gibt es hier hinter der Verkleidung auch wieder 2 Schrauben. Da sind sie. Da auch. Und dann diverse Nipsels. Ich habe die PDF-Dateien dazu, also wenn die jemand haben will, kann ich euch die geben. Ne? Und ja, dann kann man jede Menge Sachen auseinandernehmen. Und dann kommt man dann dazu, dass man, wenn ich den blöden Himmel mal einen Meter hier wieder andere Richtung schiebe. Genau. So, das ist jetzt die Fahrerseite. Da gibt es da, wie ihr seht, 2 Löcher. So, und das sind die 2 Schrauben für vorne von der Dachreling auf der anderen Seite genauso. Ne? Die muss man lösen, dann kann man den ganzen Bums rausnehmen. Und da lief bei mir halt so das Wasser rein hier. Das war halt alles, habe ich jetzt sauber gemacht hier. Ja, da genauso. Das sind nur hier die 2 hinten. Ist halt nur jeweils eine Schraube. Da sieht man die einmal. Und dann da hinten noch ist ein Loch, was dann ganz bis nach oben geht. Und da guckt dann die Dachreling durch. Das ist dieses, genau, das rostige Loch, was man da sieht. Da muss man mit einer langen Zehner, das sind alles Zehner-Schrauben, Zehner-Muttern, die muss man dann lösen und dann kann man das Ding nach oben hinwegziehen. Macht jetzt neue Dachauflagen drauf. Tja, und dann sollte hoffentlich kein Wasser mehr da reinlaufen. Ich hatte das geprüft, indem ich das Schiebedach komplett abgeklebt habe und die Dichtung hier von der Windschutzscheibe. Schiebedach auch komplett mit Klebeband zugeklebt. Da kam immer noch Wasser. Naja, und das sind halt die Dachdichtungen. Ne? Und dann lief das Wasser tatsächlich dann hier wohl irgendwie so durch. Hier. Also von hier oben hier durch. Lief dann bis hier und tropfte dann hier am Innenspiegel runter. Wo man sich mal vorstellen, wo das dann ganz hingeht. Ne? Naja, das ist halt auf allen Seiten Schrott. Die Dinger gibt es nur noch für den Mopf anscheinend. Keine Ahnung, ob die vom Vormopf die gleichen sind. Für den W211. Beim W210 wird da auch schon öfter mal drüber im Internet gesprochen. Aber für den W211 habe ich da kaum was gefunden. Ah ja, und wenn der Himmel irgendwie hängt, ne? Der hing hier nämlich bei mir hier oben in so einer Fuge drin. Komplett Katastrophe. Hier ist noch so eine Fuge hier zwischen dem Fenster, Himmel. Genau, da ist er. Da hängt der Himmel hier halt drin. Sieht man dann da. Da ist das Ding, genau. Und dann muss man halt vorne hier einfach raufklopfen, beherzt. Und dann kommt er hier nach vorne. Und dann kann man den ganzen Bums rausnehmen. Da habe ich auch Stunden dran gesessen, kam dann einer, hat er ein paar Mal dran gehauen und dann lief's. Ja, und die ganzen Kabel von den ganzen Sachen, die im Dachhimmel sind, die laufen alle zurück und gehen dann hinten
laufen alle an einen Strang dann zusammen und laufen dann da hinten in die im Fond hinter der Abdeckung. Ich habe jetzt keinen Bock, das Ding hier rauszunehmen, deswegen bleibt das alles angeschlossen. Und da ranzukommen ist auch so eine Vollkatastrophe. Naja, ja. Und jetzt baue ich das Schritt für Schritt alles wieder ran. Heckklampendämpfer kann man auch. Die wechsle ich auch noch aus. Habe ich bei 20 für 20 Euro bei eBay. Wenn die länger halten als ein Jahr, dann ist schon mal gut. Ne? Weil die von Mercedes kosten pro Stück 120 Euro. Habe ich gesagt, nein. Nö. Ich gebe nicht 120 Euro für so einen Heckklappendämpfer aus. Naja, und hier sind halt so Plastikkappen. So Papppappen oder irgendwie so. Die kann man rausnehmen und dann kommt man da ran und kann man den so abstoßen. Genauso wie hier. Da sieht man das Ding auch. Die sind halt Fritte nach einer gewissen Zeit. Und wenn die 20 Euro eBay-Dinger ein paar Monate, ein paar Jahre, was weiß ich, ein, zwei Jahre halten, dann ist doch gut. Also mir reicht das. Ne? Die kann man dann übrigens auch im geöffneten, wenn der Himmel wieder drin ist, kann man hier über die, wo man das Gepäcknetz einhaken kann, kann man die rausnehmen und dann kommt man da auch ran und kommt dann, kann man den Dämpfer dann da aushaken. Ne? Also braucht man nicht den ganzen Himmel für abzunehmen. Ja. Und haut da vorne erst ran, bevor ihr hier hinten irgendwie rumprügelt, weil bei mir sind hier nämlich die Dinger hier dann nämlich abgegangen, weil ich irgendwann die Krise bekommen habe, warum dieses Scheißteil nicht abgegangen ist. Ja, ne. Ah ja, was ich halt noch gemacht habe, ich habe mir so ein Android-Navi eingebaut und da ich hier so eine bestimmte Ausstattung hatte, wo das Audio-Gateway, das AGW, hinten im Kofferraum sitzt, hinten links, musste ich halt so ein 5-Meter-Kabel durch den Wagen ziehen. Ist eigentlich jetzt nicht so schwer. Man muss die Verkleidung halt abbauen. Hab das Kabel dann da durchgeschoben durch die Verteilung. Hier hinten angeschlossen. Man schmeißt dieses AGW quasi komplett raus. Schließt das hier an. Und also die Kabel ist jetzt nicht so schwierig. Und dann ist einfach Plug and Play. Da passt nur jedes Kabel an eine Stelle ran. Und dann hat man da kein Problem. Der Lichtleiterkabel hier, der Quatsch. Weil vorne ist quasi nur ein dummes Display mit ein paar Tasten und CD-Laufwerken. Schickt das alles über Lichtleiter dann hier hinten zum Audio-Gate. Weil hier steckt die ganze... das ganze Hören quasi drin und von hier aus geht das auch noch zu den Lautsprechern. Und deswegen muss man das Kabel von hier halt mit Strom etc. einfach nach vorne legen. Naja, dann muss man hier halt die Verkleidung für abbauen, ne? Die Einstiegsleisten hier ab. Ich empfehle euch, das Türgummi einfach rauszunehmen, weil das ist sonst eine Katastrophe, da an diese scheiß Klammern ranzukommen. Naja, dann nimmt man das hier alles ab, fährt den Sitz wieder nach vorne und da hinten legt das Kabel hier halt durch. Die kann man einfach abziehen hier, die Einstiegsleisten, und dann muss man das alles ein bisschen beiseite schieben. Das ist halt eine Fummelarbeit, ne? Dauert 2-3 Stunden, aber dann hat man das halt durch hier. Hier genauso, hier nimmt man das auch wieder ab hier, das Türgummi, und dann kann man die Klammern hier lösen. Genau, und dann bin ich dann bis nach hier hinten gegangen, bis hier hinten geht der Kabelkanal, das Ding kann man auch abmachen. Passt auf die Plastikhaltenasen auf, die brechen halt auch gerne, weil wenn die 10 Jahre nicht bewegt wurden, das ist halt einfach spröde. Ja, so, und dann kann man den Teppich einfach hochnehmen, kann man so ein bisschen hochdrücken und beiseite schieben. Hier bin ich dann hochgegangen, bin hier so rein. Naja, und hab den ganzen Bums dann hier halt dran gemacht. Ja, und da ist das Android-Navi drin. Habe in dem Zuge auch gleich ein Rückfahrkamerakabel nach hinten gelegt, falls ich meine Rückfahrkamera nachrüsten will. Ne? Ja, was ihr dann nicht mehr habt, ist das Geheimfach. Also mit dem Klick hier auf die untere silberne Taste da bei dem Warnblinker wird das Fach hier nicht mehr raus. Da muss man sich so einen Telematikadapter kaufen. Gibt es bei eBay für 80 Euro. Ich weiß noch nicht so recht, ob mir dieses scheiß Geheimfach 80 Euro wert ist. Aber ja, ich überlege mir das mal. Das kann man dann irgendwie dazwischen stecken, irgendwie unter den Schalthebel tropfen und dann funktioniert das wieder. Naja, aber jetzt baue ich erstmal das alles wieder hier mit neuen Dichtungen ein. Auf der anderen Seite nochmal das gleiche Spiel. Ich habe die Batterie abgeklemmt hier, weil ich hier an diesem blöden Airbag da ein bisschen hier rumfummeln muss. Ich muss eh die Batterie wechseln, weil die Fritte ist. Hab mir von Baspa so eine Warta-Batterie gekauft, AGM. Kostet 157 inklusive Batteriefahren. Bei Mercedes hatten sie mir gesagt, es ist eine Aktion. Heute nur für 220 oder so. Hab ich gesagt, nee, lass mal. Nee. Obwohl das wahrscheinlich die gleiche Batterie ist. Ich glaube, Mercedes baut da auch eine Warta, dann die Silver Dynamic ein, die G14. Ich glaube, das ist die gleiche. Naja, tja. Und das Gute ist, der W211 hat nicht mehr das kaputtgehende Signal- und Ansteuerungsmodul vorn, SAM, hinten, in meinem alten, meinem W203, den man da hinten noch sieht. Wenn man da die Batterie abnimmt, kann das gut sein, dass hinten dieser schöne Sicherungskasten hier, das Teil da,
Da sind auch noch andere Sachen drin. Man steuert verschiedene Blinker und all so ein Kram, dass das halt frittet wird. Und dann kannst du es halt für 500 Euro oder für 300 Euro neu kaufen. Bei eBay. Das hat er zum Glück nicht mehr, deswegen kann man einfach die Batterie abnehmen. Achtet auf die richtige Reihenfolge. Erst Minus, dann Plus. Ja. Und dann kann man die Batterie wechseln. Das mache ich aber, nachdem ich mit dem ganzen Bums hier fertig bin. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt. Ich habe versucht, ein bisschen was hier zu erzählen. Ne? Ja. Ich melde mich wieder, falls es was gibt. Und ja, vielleicht konntet ihr was mitnehmen. Ne? Also, bis denn. So, hier, und das sind jetzt halt die neuen Dichtmatten. Oder wie Mercedes sie nennt, Unterlagen. Dachunterlagen. Ja, der Vorgänger, der muss damit immer in der Sonne in Spanien gestanden haben. Keine Ahnung. Ich habe das gereinigt. Ja. Ja, und das sieht halt auch nicht sehr vertrauenswürdig aus, dieses Moosgummi hier, ne? So. Und es sind halt drei Stück jeweils pro Seite, das ist klar. Pro Dachreling. Hier habe ich sie jetzt schon wieder dran. Das sieht alles wieder gut aus. Na. So, und jetzt bin ich halt gerade dabei, das auf der anderen Seite zu machen. Und ja, so sieht das dann halt aus, wenn man das abhat. Ich habe es jetzt schon sauber gemacht. Genau. Hinten, also hier einmal auf der Rücksitzbank auf der Höhe. Hier ist ein Loch und dann ist hier hinten halt noch ein Loch. Na? Und da kommt man halt gut ran. Bei Mercedes da extra ein Loch gelassen hat, ein Stopfen. Der sitzt halt da oben. Hier. Sieht man jetzt nicht so gut, aber da oben ist ein Stopfen. Und da kann man durch mit einer langen Nuss und einer Verlängerung. In Zehner sind das alles. Und dann kann man den abschrauben. Ja, und ich klebe jetzt noch so eine Art Moosgummi hier jetzt einmal so rein in die Rille und hoffe, dass das dann wirklich dicht ist, falls da mal Wasser hier auch über diese Dichtung mal durchläuft. Mir fällt nichts Besseres ein, was man da sonst noch machen könnte. So eine Art Moosgummi klebe ich da jetzt rein. Und dann hoffen wir mal, dass das dann auch dicht ist mit den neuen Dichtungen. Das ist nur eine Sicherheitsmaßnahme quasi, ne? Ja, genau. Woran man noch denken muss, wenn man das Radio einbaut, unterm Handschuhfach, da ist ja diese Plastikabdeckung, da ist oben links dann, wenn man da reinfasst, ist der Canvas-Verteiler Innenraum. Und da muss man dann das von dem Dünnnavigkabeln, muss man das dann vom Radio kommt so ein grün-weißes Kabel, das ist Canvas, ne, damit man das mit Lenkrad steuern kann, über das Audiomenü im Taro. Da kann man dann den Sender hoch und runter verstellen und wenn man Android Auto über das Radio macht, kann man auch den Titel in Spotify und so verstellen. Genau, das sollte man dann noch anschließen. Das Kabel kommt von Dynavin, die machen auch so eigene Radios für verschiedene Autos, für Mercedes und für VW, glaube ich auch. Genau, die haben da so ein Kabel gemacht. Das kannst du halt auch problemlos mit so einem Android-Autoradio benutzen. Das ist dann halt von hinten vom AGW bis nach vorne auf Quadlock. Ne? Ja, und bei meinem ist das so, dass die Radio-Antennenverstärkung über einen extra Anschluss hinten im AGW bei dem Stromstecker, da gibt es einmal schwarz und rot, ist klar, für das Radio, was dann halt nach vorne geht, und dann gibt es noch einen grün. Und der ist für den Antennenverstärker. Ich habe nicht irgendwie Diversity oder so, mehrere Antennen mit einer besseren Empfang hat, sondern nur eine. Und darüber wird dann der Antennenverstärker angesteuert. Deswegen gibt es auch immer so viele Leute, die dann im Forum schreiben, ich habe keinen guten Radioempfang, weil das von Ausstattung zu Ausstattung, ob du einen Command hast oder nicht, hängt das davon ab, ob du Diversity hast. Und dann muss man halt entweder Phantomspeisung machen oder halt eben nicht. Dann muss man das über den grünen Stecker laufen lassen und das Radio hat halt hinten noch einen Anschluss. Wo dann drauf steht Antennenverstärker, da habe ich dann das grüne Kabel drüber laufen lassen, was halt von vorne nach hinten zu dem Anschluss am AGW läuft, wo dann der Antennenverstärker halt, das ist das grüne Kabel. Ne? Ja, habe ich angeschlossen, habe sofort astrein Klang. Also steht jetzt nicht groß in irgendwas dem alten Audio, was weiß ich, wie heißt das, Audio 50 oder sowas nach. Ne? Das nun mal noch so nebenbei zur Info. Genau.